Hallo meine Freunde, fröhliche Weihnachten und herzlich willkommen zurück zu System Shock 2. Ich habe gerade festgestellt, dass man diese Dinger hier kaputt hauen kann. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich finde es toll, dass das geht. Ein süßes kleines Detail. Für 1999. Klingt so krass, ne? 1900, damals, Junge, als ich noch Computerspiele gespielt habe. Da waren die Sachen noch toll. Mir macht das echt Sorgen, dass wir so viele Einweg-Wartungswerkzeuge verschleißen. Und ich überlege gerade, na egal, das machen wir später. Ich hatte halt nur überlegt, ob wir panzerbrechende Munition da reinlegen, weil gleich doch ziemlich viele Cyborgs kommen. Und sie möchte, dass wir ins Operationsdeck kommen. Oh, es geht nicht. Fehler, Schacht unzugänglich. Na, wer hätte das gedacht? Es wäre jetzt aber auch ein Wunder gewesen, hätten wir... Verdammt. Etwas blockiert den Schacht und der Aufzug kann Deck 4 nicht erreichen. Lassen Sie mich nachsehen. Ich entdecke massive Mengen eines Biomaterials, das den Aufzugsschacht versperrt. Die Umgebung auf dieser Ebene wurde so verändert, dass sie eine Art Brutkammer für die Xenomorphs darstellt. Das dürfte nicht gefährlich sein, wenn man sich nur ein paar Stunden hier aufhält. Aber um den Schacht benutzbar zu machen, müssen Sie das Biomaterial beseitigen. Ich schalte mich in den Hauptdatenstrang ein. Mal sehen, was ich dort herausfinden kann. Entschuldigung, ich habe in den Zwischenraum vom Fahrstuhl und Boden gekotzt. Das war ein Versehen, Frau Doktor. Hat keiner gesehen. Ah, scheiße, ich muss speichern. Alle, das ist gefährlich hier, Keule. Guck mal, was da vorne glänzt. Ja. Genau. Das ist, ja, nennt mich ein Schisser. Wehe, hier ist so eine Laserbitch. Potenzielle Bedrohung entdeckt. Potenzielle Bedrohung entdeckt. Ernsthaft? Du kannst mich immer noch sehen? Ich würde das Ding wirklich gerne zerhacken. Komme ich da wirklich nicht an? Ich komme da nicht an. So ein Scheiß. Boah, ich hätte so gern dieses Lasergeschütz auf meiner Seite. Wie machen wir das bloß, Alex? Kriegen wir das bloß hin? Ich hab doch auch keine Ahnung. Wir müssen uns mal dringend eine Chirurgiestation in der Nähe eines Fahrstuhls reparieren. Eine, die etwas zentraler liegt. Sobald ich eine sehe, die mir so bekannt vorkommt, dass man sagt, yo, die ist nah genug dran, dann machen wir das auch. Habt ihr gesehen, wie viel Damage das Ding gemacht hat? Und wir haben jetzt eine dicke Panzerung gehabt. Also bei System Shock 2 ist man nicht der Superheld, echt. Also man muss auch später im Spiel, wenn man schon deutlich stärker geworden ist, noch signifikant aufpassen, was man eigentlich macht, wo man hinläuft und was man tut. Gut, das ist so viel dazu. Wir können diesen Lasergedöns nicht hacken. Guck mal, was das Ding einsteckt. Ich bin so dumm. Ich schieße mit falscher Munition. Ich habe aus Versehen noch viel wertvollere Munition benutzt. Oh shit, da waren ja zwei von denen. Ich weiß, dass die Gesundheit gefährdet ist. Meine Nerven auch. So, dann besuchen wir diesen Tisch. Nix. Und hier auch nix. Fantastisch. Ausgezeichnet. Also hier gibt es eine extrem gute Pistole. Allerdings ist unsere schon aufgewertet und diese nicht. Deswegen echte Kampfpanzerung. Da können wir nur drüber lachen. Wir haben eine Standard-Kampfpanzerung. Ja, ich weiß. Wir müssen aufpassen. Ich bin hier mit Absicht äußerst vorsichtig. Wir müssen mit einem Scheißgegner. Alter, wo kriegst du hin? Tickst du noch? Seit wann kannst du Türen benutzen? Man kann auf die Eier rechts klicken und das hier rausholen.
Und darauf kann man ebenfalls rechtsklicken, um sich zu heilen. So, das Ding ist ja schon geplatzt. Okay, dann platzt er auf. Alles klar. Das sind sehr harmlose Eier. In diesen Wänden entsteht neues Leben. Neues Leben, das die Erdoberfläche, nie erblickt hat. Also sie reden hier sehr kommunikativ mit uns. Das hier ist die Ebene, wo die Scheiße richtig dampft. Das sage ich euch mal ganz direkt. Also hier werdet ihr wirklich mit dem Kopf schütteln, was hier abgeht, ist unfassbar. Als ich das erste Mal gespielt habe, mir stockte echt der Atem weg. Ungelogen. Das war voll krass. Okay, ihr habt gesehen, die Gegner stecken hier einiges ein. Einiges. Deswegen macht es jetzt ab diesem Moment wirklich Sinn, Scharfschütze zu skillen. Jeder Schuss mit einer nicht-psionischen Feuerwaffe erzeugt 15% mehr Damage. No-brainer, dass ich das nehme. Das spart mir Munition, das ist ganz wichtig. Und jetzt muss ich hier noch einmal draufschlagen, damit wir das Ding hier kriegen. Dann kann ich nämlich da drauf rechts klicken. Und dann kann ich das hier pausieren und das hier forschen. Das Ding braucht CFGA. CFGA, wir gehen mal in unseren vertrauten Chemielaborraum. Versuchen CFGA nicht zu vergessen. Unser Chemieraum ist mittlerweile ganz gut ausgestattet, weil ich ja hier Sachen angeschleppt habe. Gucken wir jetzt mal die Sachen an, die gut stehen. CF, hey! GA, hey! Nehmen wir alles mit. Tschüssikowski. Das dauert. Wir haben nicht die besten Forschungsattribute. Immerhin können wir das erforschen. Das ist ja auch schon schön. Tschüss. Auf den Puff. So, jetzt wollen wir hier endlich mal was entdecken. Endlich mal Spaß haben. Ich habe schon wieder Standardmunition drin, ne? Ich habe so wenig Panzer. Wir müssen die mit der Shotgun frisieren, die Mädels, wenn sie wirklich jetzt auf uns zugehen. Panzerbrechende Munition haben wir einfach äußerst wenig. So, das war wieder ein Videospiel, was wir aufgehoben haben. Und hier ist eine Forschungssoftware Version 1. Redundante Software nicht installiert, weil wir sie wahrscheinlich schon haben. Die geht nicht auf. Sie sehen, wie du fliehst. Flieh. So, ich bin noch da, keine Sorge. Hey! Bei den Würmern scheint es sich um ein Kollektivwesen zu handeln. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass ein Versprühen von Toxin A alle Würmer direkt töten würde, dürfte es doch die Masse reduzieren und das Gewächs an den Wänden und in den Liftschächten beseitigen. Aber vielleicht könnte ich eine noch stärkere Formel finden. Vielleicht finden wir ja hier etwas. Okay, halt. Es gibt ein Gefäß mit einem experimentellen Giftstoff namens Toxin A. Es wurde von den Wissenschaftlern entwickelt, um das Wachstum der Außerirdischen zu verlangsamen. Aber ich habe keine Daten darüber, wie man es anwendet. Sie müssen das Toxin erforschen. Ich übermittle Ihnen genügend Cybermodule, um die Forschungsfähigkeit zu erwerben, wenn Sie diese noch nicht besitzen. Ja, jetzt haben wir genau 10 Punkte bekommen, damit wir Forschung skillen können. Wir forschen aber im Moment ja auf den Würmern rum. GA habe ich schon eingelesen, CF liegt bereit und wir haben jetzt 16. Ich weiß ja, dass wir mehr Forschung brauchen werden. Komm, sie kostet nur 5, gönnen wir uns das. Das geht dann alles ein bisschen schneller, bevor sich das hier staut. Okay, die Behälter mit dem Toxin A müssen direkt in die Klimaanlagen geschüttet werden. Auf diesem Deck müsste es 4 Stück geben. Wenn Sie einen Behälter in jede Klimaanlage kippen, dürfte das Wachstum dieser ekelhaften Kreaturen deutlich verlangsamt werden. Dadurch müsste auch die Biomasse aus dem Aufzugsschacht verschwinden. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Mädchen, aber hier ist es saugefährlich. Das ist hier saugefährlich, das Gebiet. Hier zieht's. Du krankes Ding, ey. Du armes Ding, wollte ich damit sagen.
Tatsächlich habe ich Mitleid mit diesem Wesen. Und hier kommen wir sehr lange Zeit noch nicht hin. Und ich bin auch ein bisschen angepisst, dass die mir kein Loot hinterlassen. Denn ich bin stark darauf angewiesen, dass man mich regelmäßig mit... Hier spricht Xerxes. Warum lässt du dich von der Metallmutter leiden? Warum schließt du dich nicht der Schönheit der Masse an? Das war Xerxes, ne? Die Masse, ihr wisst, alle Leute, die hier dieser Masse verfallen, sind der Masse verfallen. Ich weiß gar nicht, wohin ich mit dem Satz hin wollte. Aber Xerxes möchte, dass wir uns der Masse freiwillig anschließen. Und er redet von Mutter, hallo, dass wir mit der Mutter zusammen... Sie Ihre Auswahl. Moment, Forschung abgeschlossen. Die Larven sind nicht sehr stark, können aber gefährlich werden, wenn sie sich ungesehen nähern. In größten Zahlen können sie eine ernste Bedrohung darstellen. Ach, wirklich, das sagst du mir jetzt? Zusammenfassung, sie haben zwar die Schwachstelle dieser Wesen kennengelernt, aber sie sind so einfach zu töten, dass es fast bedeutungslos ist. Aha. Sie besitzen wie alle Aneliten etwas Widerstandskraft gegen Strahlenwaffen. Das heißt, da sollten wir schon mal nicht mit dem Schwert einschlagen. Adelianer erhalten auch nützliche Organe, doch müssen sie vor der Zerstörung durchsucht werden. Ihr wisst, wovon er redet. Wir haben das Ding, ernsthaft, SB2 und V. Oh, ich war gerade im Chemielabor. Hallo, bitte treffen Sie ihn aus. Jetzt schon Chemikalie benötigt. Oh Mann, ey, wir sind gerade vorangekommen. Reparaturdatenbank neu initialisiert. Reparatursoftware. Leider können wir nicht reparieren, wir sind zu dumm dafür. Ich habe das noch nicht geskillt, wir müssen das eigentlich relativ bald auf 1 bringen. Aber bevor wir hier wieder abhauen, um zum Chemielabor zu laufen, will ich wirklich sehr dringend diese Klonstation da vorne aktivieren. Und dann sehe ich eigentlich gar keine Wahl, wir müssen dann tatsächlich noch einmal zum Chemielabor. Wiu. Zumindest sind wir nicht Game Over, wenn wir hier... wenn wir hier sterben sollten. Es ist nur außerordentlich ärgerlich, hier immer hin und her zu laufen, weil diese Frauen respawnen halt ständig. Ich überlege gerade, ob wir das auch bis zum nächsten Chemielabor einfach aussetzen. Hier kommen wir noch nicht rein. Hier spricht Xerxes. Melden Sie bitte elektrische Störungen Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten. Denken Sie daran, jeder ist für einen ordentlichen Betrieb mitverantwortlich. Also das letzte Mal, als ich hier war, war hier alles voller Gegner. Psi-Booster. Ich muss kurz warten, bis sich die Kamera beruhigt hat. Ist bestimmt noch gelb. Man kann sie auch hacken. Aber die Kugel stellt es sicher. Was ist hier im Mülleimer drin? Okay. Das ziehen wir uns durch. Da unten ist alles voller Gegner. Alter Schwede. Und hier kommen wir auch noch nicht rein, ne? Ja. Die Zugang erforderlich. Oh Mann, hier ist das. Achso, es ist einer von den Kerlen. Gott, ich dachte, das wäre eines dieser Frauen. Oh Mann, hier ist alles voll von denen. Sie sehen nach! Lass du bitte damit auf! Lässt du das mal bitte? Sie kann mich direkt mal wegschmeißen. Ich will immer genug Inventarplatz haben, damit wir eines dieser Shotguns aufheben können. Ihr würdet euch wundern, wie sehr sich das läppert, dass wir da immer eine Munition rausziehen. Was? 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 Nee, es ist nicht eines dieser geisteskranken Hühner hier. Okay, sie ist hier. Fuck. Da war jetzt nicht wirklich Platz zum Ausweichen, ja? Ihr müsst mir verzeihen. Okay, wir sollten jetzt wirklich, Mann, hier ist schon wieder das nächste Ding zum Erforschen, ey. Dann pausieren wir das Ding und erforschen das hier. Chemikalien keine, hey! Das ist doch mal Shane.
Das hat sich doch mal gelohnt, die alte abzuknallen. Sollten uns noch ein Heilstift sollten wir uns noch gönnen. Das ist nicht der Weg zum Chemikalraum. Das ist der Weg zum Fahrstuhl. Ne? Ihr wisst, wo wir sind? Fahrstuhl, hier. Hier war unser Raum. Ja, alles klar? Gut. Ah, Moment, was? Ah, es ist nur ein Tisch. Ach, Mann. Gut, du brauchst... Der andere Chemikalraum, der auf dieser Ebene ist, der ist ziemlich weit weg. Lasst uns mal hier pausieren. Sie sehen, wie du fliehst. Ich bin dabei, dich zu töten, wenn du nicht... Nein. Wenn du nicht ständig weglaufen würdest. So, davon brauchen wir eigentlich nur zwei. Weg. Die Shotgun ziehen wir raus und schmeißen sie... Ziehen sie dahin, damit sie da so rumliegt. Können wir noch irgendetwas Cooles machen, bevor das hier ausläuft? Nee. Komm, gehen wir, holen uns den, das Zeug, was wir brauchen für das lila Zeug, was wir schon haben. Ah, es ist halt so. Es gibt hier einen Chemieraum da oben, aber der ist hinter diesen Cyborg-Frauen versteckt und boah, die sind gruselig, Mann. Pausieren wir das Ganze ganz kurz und machen hier mal weiter. SB, ja? Bitte, lieber Gott, lass das hier sein. Danke. SB2 und einmal V. Nochmal SB. Cool. Das ist ein... Chemikalie benötigt. Er braucht jetzt schon das V. So ein Scheiß. Ach, hier das V. Guck mal, die geht schön schnell. So, damit hätten wir für das unerforschte Objekt, wir hätten damit genug für die Brust dieser Frau, weil das keine Chemikalie braucht. Und dafür fehlt uns immer noch eine Chemikalie. Alles klar, Herr Kommissar, wir sind wieder... Na, 58 Energie. 58 Energie ist sehr wenig. Würde man Energiewaffen benutzen, würde man öfter mal an solchen Stationen anhalten. Oder man würde sich eine Batterie reinziehen, was ja die Waffe auch wieder nachladen. Ja, ich habe die Chemikalie hier. So, dann gehen wir mal wieder zurück in das Gedöns. Und wir sollten einfach mal bei Gelegenheit speichern, dass wir schon so viel Geiles vollbracht haben. Achso, wir hätten ja hier sowieso ein... die Shotgun ist weg. Wir hätten hier sowieso ein Klondeck. Haben wir ja berührt. Stimmt, habe ich ganz vergessen, dass wir das gemacht haben. Da können wir durch die Glasfenster springen. Aber ich wollte nur mal hier in diesen Raum reingucken. Hier ist nämlich ein aufgezeichneter Podcast. Ich verändere mich. Mein Kopf steckt voller wunderbarer Ideen und Experimente. Sie wollen so viele Wunder mit uns tabieren und so viel Wissen geben. Sie haben mir gesagt, wie ich dieses Implantat entwickeln kann. Sie sagten, das würde mein wahres Ich verbessern. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, sodass ich es Ihnen geben könnte. Ja, da habt ihr mal gehört, wie es den Menschen geht, die Scheiße im Kopf haben. Die beeil dich. Sehen eine neue Lauf. Wahrheit. Ups. Beeil dich. Ja. Lauf. Ich beeil mich ja schon. Ich lauf ja schon. Nein. Nicht so eine von denen. Wir müssen das hier dringend weiter forschen. Kinder. Ja, sie sucht die Kinder. Ja, die ist irgendwo hier, die Alte. Du kannst jetzt rauskommen. Oh shit, kriegen wir hier die... Hätte ich einfach mal abdrücken sollen. Ich glaube, die können keine Leitern klettern. Was zur Hölle? Ich glaube, das ist die solche komischen Geräusche macht. Forschung abgeschlossen. Ja, das ist... Mist. So, wir können jetzt 25% alle Schäden, die sie mit Wives zufügen, werden um 25% gesteigert. Hier ein englisches Wort, aber egal. Das wollten wir haben. So, jetzt komme ich runter. Und zwar nicht über die Treppe, sondern hier. Du hast uns verlassen.
Hab ich das? Okay. Ich steck fest. Unterwirf dich der Biomasse. Und deine Leiden sind vorbei. Wir haben da ein Heilorgan rausgezogen. Das heißt, ich habe eigentlich kein Interesse mehr an diesem Ei. Es kann sich jetzt verpissen. Denn was soll ich jetzt noch damit? Ich habe das Organ aus dem Ei gezogen, welches mir der HP wiederherstellen können. Also kann das auch gehen. Da drinnen können sich sehr gefährliche Kreaturen aufbauen. Und ich rede nicht von den Würmern. Nein, 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 die sind nicht gefährlich. Super. Super. Voll ins Gesicht gerotzt bekommen. Hier liegt eine Frau. Eine unveränderte. Und sie hat eine Cybersonde. Und eine Zugangskarte. Ja, man zieht hier ziemlich viel Munition durch. Das war Software. Ich habe allerdings nicht gelesen, welche. Ich habe Schwester Blum als neue Mutter für unsere Kinder ausgewählt. Sie ist nett, freundlich und gesund, Pastor Lukas. Sie hat selbst ein Kind, das sich auf der Erde befindet. Sie weiß also, wie man sich um Nachwuchs kümmert. Ave Maria, wenn sie nur wüsste, was die Zukunft bringen wird, dann würde sie an der Freude der Masse teilhaben. Das war ziemlich pervers. Falls ihr das überhört habt, solltet ihr zurückspulen. Da hat Eng so ein kranker Typ, wahrscheinlich der hier, Frauen auserwählt, um neue Mütter zu sein. Gut. Wie Sie sehen werden, wurde die organische Masse an den Wänden und im Aufzugsschacht durch das Versprühen des Biotoxins verringert. Sie jetzt dasselbe bei den drei anderen. Deshalb habe ich mir so viel Antitoxine gekauft. N.A., hey! Bitte korrekte Chemikalie einfügen. Moment. Worauf forschen wir denn gerade rum? Ah, geht doch. Wer versteckt sich denn? Ich verstecke mich nicht. Ich sehe mich hier in Ruhe um nach Loot. Denn das ist das, was man machen sollte bei Bioshock. Vielleicht schon. Okay. Tja, ob mit Müttern diese armen Frauen gemeint sind, die ja scheinbar ganz offensichtlich mal Menschen waren und es jetzt nicht mehr sind. Wo haben wir denn durchgeschossen? Wir haben da durchgeschossen, in die Richtung, aber wir finden diesen Cyborg nicht mehr. Total schade. Das spricht dagegen, sie zu töten, wenn man sie nicht looten kann. Das spricht komplett dagegen. Weil die haben doch wertvolle Module für uns und da müssen wir hinterher sein. Ah, wir können ihre Leiche nicht mehr sehen. Ja. Okay, wer macht hier so einen Krach? Was passiert hier? Hier sind wir durchgekommen durch das Fenster. Mir leid. Und hier waren wir eben noch nicht. Hier ist ein Raum mit Granatwerfer. Mitten im Wort, Mann! Ich glaub, du spinnst. Hier ist ein Granatenwerfer mit ganz vielen Granaten. Und Forschung abgeschlossen. Ja. Forschung abgeschlossen. Wir müssen hier lesen. Und zwar Berichte und dann Psi-Spritze. Diese Spritze steigert 5 Minuten lang die Psi-Wert des Anwenders um 1. Brauchen wir nicht. Überhaupt nicht. Das macht unsere Psi stärker, ja, aber wir benutzen das nicht. So, diese Tür öffnet sich. Zugang erforderlich. Ernsthaft? Der auf jeden Fall öffnet sich diese Tür in eine Richtung, in der wir schon waren. Wir können aber auch natürlich uns erstmal hier umgehen. Wie vermehrt ihr euch eigentlich? Ist ja unglaublich, Mann. Wie viele sind denn hier an Bord gekommen? So, hier liegt irgendwo noch ein richtig schlimmer Codec-Eintrag. Ist das der? Kann ich hier die Kamera sehen eigentlich? Mark
was ist da los? Ich fand es schon komisch, dass du mich gebeten hast, 16 weibliche Besatzungsmitglieder hochzuschicken. Aber was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe hier nicht genug Personal. Hast du außerdem etwas von Ward Sanger oder Polito gehört? Es ist, als ob alle in Urlaub gefahren wären, ohne mir etwas davon zu sagen. 16 Frauen. Die Alte schickt 16 Frauen zu dem Typen und hinterfragt das nicht. Sag mal, tickt die noch ganz richtig? Objekte fallen gelassen. Objekte fallen gelassen. Okay, das ist 7, 6. Das kann man reinziehen. Man kann auch das hier benutzen. Dann kommt das da rein, dann kann die Shotgun da rein. Und dann können wir sie wieder wegwerfen, nachdem wir sie aufgehoben haben. Mann, ey. So, das ist das Toxin. Ich glaube, wir mussten das gar nicht erforschen. Aber why not? Es geht ja. Sie werden meine Freude nicht verstehen, Marie. Und ich versuche gar nicht, sie zu erklären. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ich habe nur ein Ziel. Wichtiger als die Mission? Sogar wichtiger als drei Optimum. Ich werde sie schützen. Um jeden Preis. Ich werde sie schützen. Ja, wenn einer den Sinn dieses Wasserspaziergangs kennt, dann darf er ihn mir gerne mitteilen, weil ich habe hier nie irgendetwas gefunden. Ich weiß gar nicht... Ich habe jetzt nicht auf meine HP geachtet. Es kann sein, dass ich geheilt worden bin. Müsste ich gleich mal gucken, weil wir werden... gebt euch keine Illusionen. Wir werden gleich richtig hart durchgenommen. Dann kann ich da direkt wieder ins Wasser springen. So, hier ist... Tun Sie mir das nicht an. Bitte nicht. Ich verrate auch nichts. Bestimmt nicht. Nehmen Sie mich an. Ich will nicht verändert werden, bitte! Nicht weinen, nicht weinen. Bald werden Sie die Mutter von allen sein. Ekelhaft, oder? Ganz schön kranker Scheiß, Mann. Das muss unglaublich wehgetan haben, was er den Frauen angetan hat. Die sehen ja auch nicht besonders glücklich aus, wenn ihr mich fragt. Schon gar nicht mit den Geräuschen, die sie von sich geben. Chemielabor! Oh, Chips. Lab-Assistent erhöht unsere Forschungsgeschwindigkeit. Das sieht so aus, als müsste das unerträglich wehtun, was auch immer mit ihm passiert ist. Keine Lippen mehr, keine Nase mehr, aufgerissene Brüste, krasseste Implantate, Kabel. Ich habe diese Pläne auf Dr. Millers Schreibtisch gefunden. Es sind Pläne für Cybermodifikationen, die seit 40 Jahren illegal sind. Das passt gar nicht zu ihm. Ich wollte mit ihm darüber reden, doch dann merkte ich, dass die für den Prototypen angegebene DNA-Sequenz meine ist. Ja, und wir haben alle gesehen, was aus ihr geworden ist. Toll, Dr. Miller, kranker Wichser. Brauchen wir noch davon brauchen wir nur eins. Brauchen wir noch irgendwelche Chemikalien? Ich denke eigentlich nicht. Zumindest nicht im Moment. Ist irgendwas davon anders? Irgendetwas. BA sehe ich, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie sieht's denn hier aus? Können wir davon irgendwas wegschmeißen? Tempospritzen vielleicht noch nicht. Antistrahlungsserum auf jeden Fall nicht hier. Psi kann eigentlich raus. Nein, was sollen wir denn damit? Weg. Damit hätten wir wieder einen Slot mehr. Ein Slot kriegen wir noch, wenn wir das Ding hier in den Lüftungsschacht eingeführt haben. Aber andererseits will ich jetzt auch gar nicht zurücklaufen zum Chemieraum. Deswegen, fuck it. Zur Not laufe ich... Mann, ich höre mal irgendwelche Türen. Zur Not laufe ich Chemieräume ab, wenn ich etwas dringend brauche. Okay. Nix. Schade. Uah. Potenzielle Bedrohung entdeckt. Hier. Alarm beendet. Diese dummen Kameras. So, hier unten lag was. Das weiß ich noch. Aha, ich werde nicht geheilt. Antitoxin, mega, mega wichtig. Hm.
Komisch, lag hier nicht irgendwie eine Karte rum oder so? Komisch. Komisch, ich dachte, da liegt eine Zugangskarte. Aber wir haben ja eine gefunden von der anderen Frau. Ihr wisst schon. So, Tür auf. Ich schleppe jetzt diese beiden Chemikalien noch ein bisschen mit mir rum. So lange, bis wir den Inventarplatz brauchen. Das sieht nicht gesund aus, da springe ich jetzt mal nicht rein. Ach ja, hier sind wir, ich weiß schon. Da kommen wir noch hin. Also wir hätten schon die ganze Zeit hinkommen können. Babys müssen schlafen. Babys müssen sich aufwachen. Weiß ist der Mann, der sich nicht weg. Okay, verschwinde hier. Oder wir werden dich so verwunden, wie du uns verwundet hast. Wie du uns verwundet hast. Ich glaube, jetzt kommen sie, die gefährlichsten Kreaturen in diesen Eiern. Ah, scheiße, zwei von denen, ernsthaft? Mein Gott, warum hinterlassen die keinen Loot? Das ist ja unglaublich. Wir brauchen dringend Reparatursachen. Ihr wundert euch, warum bin ich nicht hier durch die Gegend gelaufen? Das hat einen Grund. Weil sich hier drin jetzt Mücken befinden. Die sind wirklich gefährlich. Wirklich gefährlich. Und man kann sie nicht töten. Das geht nicht. Man kann nur von ihnen weglaufen. Eine Energiewaffe. In einem fantastischen Zustand. Aber sie ist nicht aufgeladen. Aber das können wir ändern. Ich zeig sie euch einfach. Sie macht nicht so viel Schaden gegen diese Biomassengedöns. Aber gegen diese Frauen. Aber gegen diese Frauen. Alter Schwede. Da glänzt das Teil richtig an. Können wir jetzt ja benutzen, ne? Unser Charakter wird nachher wirklich durchaus in der Lage sein, diverseste Energiewaffen zu benutzen, weil wir ja Energie 4 skillen werden. Aber wie ich euch gesagt habe, wenn ihr damit spielen wollt, dann spielt Yay! Ja, ganz einfach. Ich springe jetzt hier nochmal ins Wasser, ich will wissen, ob ich geheilt wurde. Alles klar, dann nicht. So, diese Tür müsste jetzt aufgehen, wir haben eine Karte gefunden. I'm drifting. Piep, piep. Was scheißt hier so rum? Kein Lied. Oh. Kein Loot. Der Klassiker, der gute alte im Kreis drehen, zuschlagen. Manöver. Wir können jetzt da hochgehen. Das wollen wir aber nicht, weil wir könnten noch von woanders ziemlich guten Loot aufheben, wenn mich mein Gedächtnis nicht völlig im Stich lässt. Dafür müssen wir hier hin. Dann müssen wir, ich glaube, hier hoch. Und dann hier links. Hier sind wir nämlich noch gar nicht längst gegangen. Yes. Wo ist diese Bitch? Sterben und wir können ihnen nicht helfen. Sie sind sehr giftig. Maldun wollte bei ihnen bleiben. Jetzt ist er tot. Aber heute früh hatte ich eine Offenbarung. Ich begann an den Plänen für eine radikale Serie kybernetischer Optimierungen zu arbeiten. Wenn das klappt, könnte man einen Körper fast unzerstörbar machen. Doch der Geist bliebe menschlich unschützend. Wir haben nicht viel Zeit. Also, ich suche mir. Da ist die Klimaanlage. Ist hier noch Loot? Nee. Scheiße. Ich hasse es, wenn das passiert. Oh, schon wieder kein Loot. Unglaublich. Das habe ich noch nie gehabt, so viel Pech. Noch nie hatte ich das gehabt. Dann forsch mal drauf rum. G, A und Y. Haben wir nicht dabei.
müssen wir gleich mal holen. Ich glaube, das war ganz gut, was da rauskam. Tada! Hey, wieso sagt sie nichts? Hallo? Kein Kommentar? Ups, in alle vier Klimaanlagen. Hahaha, hab ich gewusst, war ein Test, ob ihr auch aufpasst. War gar nicht zwei. Y? Ach ja, wir haben V, wir brauchen Y, so rum. Ich weiß natürlich, wo die anderen Anlagen sind, aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte gerade an mir selbst gezweifelt, wo ich gedacht habe, komisch, wofür sind denn die anderen Sachen da? Ja, klar, die anderen Sachen sind genauso wichtig. Man sieht nichts, aber wenn man hier ein bisschen um die Ecke guckt, dann sieht man was. Und dann kann man hier, dann kann man da, dann kann man so, kann man sich ducken, kann man hier durch und dann kann man da drüber springen und dann kann man hier was aufheben. Nein, Idiot. Ein Wegwartungswerkzeug, das, was wir dringend brauchen, was uns die Cyborg-Ladies ja nicht hinterlassen wollen. Das ist ja keinen Grund. Ich verstehe gar nicht, was los ist. Ernsthaft? Du hast jetzt Sturzschaden genommen? Dafür musst du jetzt auf einem blutigen Organ rumkauen. Na, so ein Mist. Jetzt müssen wir dann doch die Substanzen aufheben, die wir vorhin so carelessly weggeworfen haben. Ich kann nur hoffen, dass ich mich daran erinnere, wo ich die vierte hingeworfen habe. Ansonsten muss ich das ganze Video gucken. Oh, fuck! Verhalt deine Brust, verdammte Axt. Hallo, war nicht so gemeint, als ich dich weggeworfen habe. Ich brauche dich doch. Wo habe ich bloß das andere hingetan? Alex, denk nach. Was habe ich hier aufgehoben? Swift Boost? Ja, könnte man lassen. Den Lab Assistance. Nichts. Moment. Ihr habt kein Y? Das ist euer Ernst? Das ist deren Ernst. Wie viele Slots habe ich? 3. Okay, pass auf. CU. Ra. PC. Ein noch. Irgendwas. Wir gehen jetzt zurück zu unserem... Das war auch wieder ein Test, ob ihr aufpasst. Wir gehen jetzt zurück zu unserem normalen Chemielaborraum. Und da entladen wir diese Chemikalien, die ich jetzt gerade sowieso bei mir trage. Und dann sehen wir uns nach den anderen Chemikalien. Und ich glaube, dieses Auge war in irgendeiner Weise wertvoll. Shit, ich bin falsch abgebogen. Ich wollte da oben hin. Kann man nicht hochklettern, ne? Nee, kann man nicht. Shotgun-Verschwendung. Vom Allerfeinsten. Jetzt müssen wir doch glatt hier rechts rum. Nimm mal wieder den Schraubenschlüssel in die Handkeule. Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Tun wir jetzt aber... Ah, ich glaube, ich weiß, wo das Chemikalski liegt. Yes, Alex. Doch, alles wieder gut. Hat sich alles wieder aufgefunden. Dass diese Tür auch immer so penetrant zugehen muss, man. Ist doch logisch, dass sie aus dem Fahrstuhl aussteigen will. Was denkt die sich denn? Da. Na komm schon. CU, SP, E, C, V. Und jetzt möchtest du gerne Y-Lansky haben, richtig? Y-Lansky. Und was noch? GA. Was? Oh, unser Modul hat sich entladen und deshalb haben wir nicht mehr genug Stärke, um das Ding zu benutzen. Man könnte auch sagen, ich habe das zeitlich fast perfekt getimed, hierher zu kommen. Als nächstes sollten wir wirklich unbedingt einmal Stärke skillen, damit wir, wenn uns das im Kampf in einer schwierigen Situation passiert, es uns nicht umbringt, dass wir plötzlich ohne Rüstung dastehen. Boah, das nicht gut, sage ich euch jetzt schon. Das Ding bewahrt uns vor dem sicheren Tod, das ist kein Scherz. Okay, GA. GA wolltest du haben, ne? Jo. O-S-I-R.
C. Das habe ich gar nicht versucht zu merken. BA, Mist. Ob in dem Raum, wo wir eben waren, ob da nicht schon ein GA stand. So ein Shit. Und es gibt immer noch den anderen Laborraum. Ah. Na egal, ich gehe jetzt erstmal hoch und heb das blaue leuchtende Ding auf. Oh, dass das Ding immer einfach vor der Nase zugehen muss, ne? Das ist so nervig. So, haben wir hier Waffen? Haben wir nicht, wir haben nur Technik. Wir brauchen echt dringend Reparatur, wirklich. Wir kommen bald in den Sektor, wo das unbedingt angebracht ist. Aber ich will das jetzt noch nicht skillen, weil wir noch viel baldiger in einen Sektor kommen, wo wir das Energieschwert wirklich gut nutzen könnten. Aus welchem Grund ich jetzt auch zurück in die Mad Bay fahre. Und ihr werdet das noch wahrscheinlich diese Episode erleben, dass ich das Schwert in der Hand halte. Indem ich hier runtergehe. Hier noch klickerliere. Und hier sind die Waffen. Also, wir brauchen Energie 4. Alles klar. Nein, nein. Teuer! Achtung, haltet euch fest! Damen und Herren, der Laserdegen. So sieht er aus. Klein, fein, dünn und ein bisschen tödlich. Ja, das ist mein voller Ernst. Er ist nicht die stärkste Waffe im Stall. Ganz besonders nicht gegen Biomasse. Was natürlich dem ganzen Laser irgendwie so ein bisschen die Luft aus den Segeln nimmt. Hätte man jetzt dazu gesagt, EMP Schwert. Dann würde das Sinn machen, dass man damit gegen Bio nicht so viel Schaden macht. Wie gegen Mechanik. Aber egal. Er ist zwar nicht effektiv gegen Bio, aber immer noch stark. Deshalb können wir uns auch... Das hatte ich jetzt vor. Deshalb können wir uns jetzt auch von unserem guten alten Schraubschlüssel verabschieden. Der, der gegen Bio eigentlich gut ist. Weil er stumpf einfach Knochen zermalmt. Und so sieht unser aktuelles Setup aus, meine lieben Freunde. Wir brauchen noch GA. Es gibt noch zwei Chemieräume, die wir abklappern könnten, um das zu finden. Um herauszufinden, was es auf diesem mysteriösen Auge auf sich hat. Aber, lass mich überlegen. Ich glaube, ich gehe jetzt nächstes Mal da runter und hole den ganzen Chemikalienraum leer. Das müsst ihr aber nicht mit ansehen, denn das ist stinklangweilig. Deshalb würde ich sagen, habt richtig tolle Weihnachten, lasst euch reich beschenken und wir hören uns bald. Macht es gut alle zusammen. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. With me, sway with me.